Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Wir haben hier das Jahr mit einem bisschen neuen Format gestartet, die letzten drei Folgen. War es immer so, dass wir zwei Gäste und nur einen Host hatten. Keine Sorge, das ist kein neues Standardformat, sondern heute kehren wir wieder zu unseren Wurzeln zurück und deshalb freue ich mich, heute meinen Co-Host Sebastian begrüßen zu dürfen, der frisch vom Karneval aus Köln zurückkommt. Sebastian, wie geht's dir? Den Umständen entsprechend gut, so würde ich es formulieren. Nee, danke dir, Dennis. Ich freue mich richtig auf die Folge, vor allem, weil ich heute, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr lernen kann als sonst. Das heißt schon was. Und ich möchte gar nicht zu viel über das Thema verraten, sondern einfach, Sebastian, denkst du eigentlich, dass wir Finanzinfluencer oder auch Finfluencer sind oder genannt werden könnten? Also, ich auf keinen Fall. Vielleicht du, ja. Es gibt einen Grund, warum ich einen Podcast mache. Ja, ich habe ein gutes Podcast-Gesicht, ja, würde ich sagen, so insgesamt. Aber Spaß beiseite. Ich bin auf LinkedIn aktiv. Bin ich sehr stark aktiv. Ich mache hier den Podcast mit dir zusammen und mit dem Dirk zusammen. Aber ich bin jetzt beispielsweise überhaupt nicht auf Kanälen unterwegs wie Insta, auf TikTok. Daher würde ich sagen, ich bin noch ein bisschen weiter davon entfernt. Also ich glaube, du überschätzt mich, Sebastian, weil auf TikTok bin ich nur passiv, da konsumiere ich nur und ich habe nicht mal Instagram. Aber mal gucken wir mal, oh, unser Gast hat gerade schon geschluckt und das ist, glaube ich, auch der gute Punkt, um sie mal zu begrüßen. Und zwar haben wir heute die Katharina als Gast dabei von den Finanzheldinnen. Schön, dass du dabei bist, Katharina. Magst du vielleicht dich kurz mal vorstellen und dann kannst du ja gerne auch mal beantworten, warum du gerade so geschluckt hast, als ich gesagt habe, dass ich kein Instagram habe. Hallo Dennis und hi Sebastian, vielen Dank erstmal für die Einladung und klar, ich stelle mich gerne vor. Ich bin Katharina Brunsendorf, ich bin seit 2016 im Commerzbank-Konzern, habe bei der Comdirect angefangen mit verschiedensten Kommunikationsformaten, komme also aus diesem Bereich, wo man auch viel kommuniziert und habe Anfang 2018 die Initiative Finanzheldinnen mitgegründet, wo wir es uns ja zum Ziel gesetzt haben, Frauen für Finanzen zu begeistern und sie eben auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft zu begleiten. Und das machen wir mit verschiedensten Formaten, unter anderem Instagram, auch einem eigenen Podcast. Wir haben ein Buch, was Manager Magazin Bestseller ist und ein ganz tolles Online-Magazin. Und ich musste eben gerade schmunzeln, weil immer, wenn ich gefragt wird, was ist deine liebste App, dann ist es einfach Instagram, wahrscheinlich auch, weil es die App ist, die ich am meisten nutze, die am häufigsten geöffnet wird. Wenn ich gerade heute schon alleine sehe, wie viele Nachrichten ich von Followern beantwortet habe, ich mache das auch mittlerweile gerne per Sprachnachricht, dann ist es doch immer mal wieder zwischendurch, dass ich diese App einfach nutze und natürlich auch immer wieder in meinen privaten Bereich abrutsche und gucke, was denn dort die Influencer machen oder die Kontakte, denen ich so folge. Deshalb kann ich sagen oder mich outen als Instagram-Heavy-Userin. Katharina, wo wir gerade beim Thema direkt sind, wie ging es bei dir, bei euch eigentlich so richtig los, ja? Also wie seid ihr drauf gekommen, auf die Idee, wie habt ihr eure Medien gewählt etc. und würdest du dich überhaupt als Finanzinfluencerin bezeichnen? Also richtig los ging es Anfang 2018 und die Vorgeschichte dazu ist, dass wir als KollegInnen in der Bank, jetzt bin ich keine typische Bankerin, sondern eben Kommunikatorin, dass man immer wieder darüber gesprochen hat, so hey, wie machst du das eigentlich? Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe zwar ein Wirtschaftsabi gemacht, also ich weiß, dass es Aktien und Co. gibt, aber diese Möglichkeit für mich selber, dass ich ja schon mal ab 25 Euro im Monat investieren kann, plus, dass es noch so extrem wichtig ist, gerade für mich als Frau das zu tun, das war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich dann erst viel stärker durch meine Tätigkeit in der Bank für mich rausgefunden, dadurch, dass ich halt eben Berührung hatte mit den Themen, Studien gesehen habe. Und wenn man dann aber mal selber angefangen hat, hat man gemerkt, so hey, so kompliziert ist es ja alles gar nicht. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir es tun, dass wir uns halt eben selber kümmern, dass wir eben diese dritte Säule der Altersvorsorge, die private Altersvorsorge selber mitnutzen und uns aufbauen. Und als wir diesen Spaß auch gemerkt haben, haben wir gesagt, das müssen wir doch anderen erzählen. Und da müssen wir doch hier mal unsere Rolle übernehmen. Mhm. Und dann sind wir mit einem Online-Magazin und eben, ja, wir haben es am Anfang noch nicht Community genannt, weil es gab noch keine Community, halt mit Afterwork-Treffen begonnen. Und
Das erste Afterwork-Treffen war nach 2 Tagen mit 120 Plätzen ausgebucht. Und da hat man gesehen, es gibt sie, die Frauen, die sich für das Thema Finanzen interessieren, die Lust haben, die wirklich eben ja was verändern wollen und darüber sprechen wollen und auch gerne in so einem geschützten Raum. Und ja, neben Online-Magazinen und Events kam dann relativ schnell nach ein paar Monaten der Podcast hinzu. Die Social-Media-Kanäle waren von Anfang an mit dabei, also Insta, Facebook, Twitter, LinkedIn. Twitter und Facebook sind wir nicht mal ganz so aktiv. Und dann kam 2020 auch noch das Buch hinzu. Wir hatten mal kurzzeitig eine App. Also wir haben auch viel ausprobiert, weil wir uns auch immer so ein bisschen als Startup im Unternehmen verstanden haben. Wenn du jetzt fragst, sehe ich uns oder sehe ich mich als Finfluencerin, tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Weil die klassischen InfluencerInnen, die man so gerade auf Instagram sieht, sind ja schon, dass sie eben auch verkaufen, dass sie eben Dinge irgendwie weitergehen. Und das tun wir halt nicht. Das unterscheidet uns und das unterscheidet uns auch zu anderen Finfluencern, wo wir natürlich auch sehen, dass andere, genau wie wir, stark auf den Fokus Wissen ausgelegt sind. Aber es gibt ja auch schon doch die Gruppe, die auch stark eben verkaufen möchte. Und irgendwie sehe ich uns so ein bisschen dazwischen, aber eben auch in einer Rolle, wo wir wissen, wir haben eine große Reichweite und wir haben da eben entsprechend eine Verantwortung, auch Menschen etwas beizubringen, sie positiv zu beeinflussen, indem wir nämlich eben dieses Feuer entfachen wollen. Und das schaffen wir doch relativ häufig und das sehen wir mit unseren verschiedenen Formaten. Ja, spannend, Katharina. Du hast gesagt, ihr habt eine große Reichweite. Kannst du da noch ein paar Zahlen geben, wie groß die ungefähr ist, damit man sich als Hörer das oder als Hörerin sich das noch besser vorstellen kann? Ja, also auf Instagram, da haben wir derzeit über 145.000 FollowerInnen. Das ist nach Madame Moneypenny der zweitgrößte Account, der sich rein an eine weibliche Zielgruppe richtet. Also es gibt größere Accounts, die dann aber eben geschlechtsneutral sozusagen auch kommunizieren. Wir haben uns halt speziell die Gruppe Frauen rausgesucht, weil wir gesagt haben, okay, da braucht es halt ganz viel. Unser Buch ist Manager-Magazin, Bestseller. Auch nach 2 Jahren sind wir jetzt gerade nochmal wieder in die Top 50 der Wirtschaftsbücher reingekommen. Kann man sich so ein bisschen zurechtlegen, wie gut das ankommt, und unserem Podcast hat auch eine gute regelmäßige Hörerzahl. Ja, sehr cool. Also meine Oma würde sich schwer damit tun, das als Beruf zu bezeichnen, aber es gibt ja einen Grund, warum dieser Beruf Finfluencer entstanden sein muss. Wenn du jetzt mal dran denkst an eure Geschichte, aber auch du beobachtest ja bestimmt auch andere Finfluencer, warum haben Finfluencer so einen Charme auf die Menschen? Wieso sind die so anziehend? Weil wir einfach eine persönliche Einschätzung haben wollen von anderen Menschen. Wir wollen eine Bestätigung haben, wir wollen vielleicht aber auch Nein haben. Werbebotschaften an sich von Unternehmen, von Marken, die können noch so emotional sein, am Ende erreichen sie mich dann nicht persönlich. Wenn ich aber in die Kamera spreche und sage, Mensch, du hast das und das sicherlich noch nicht gemacht oder dich noch gar nicht drum gekümmert, dann fühle ich mich ja so ein bisschen ertappt. Früher haben wir abends Serien geguckt, jetzt ist es häufig, dass man wahrscheinlich vielleicht auch beides macht, so Thema Second Screen. Aber man ist ja schon in Interaktion mit den Influencern dabei, den Menschen, denen man folgt und ist so ein bisschen in deren Leben auch dabei. Und dann baut man auch eine Verbindung auf, die ganz anders ist, die andere Möglichkeiten hat. Also es ist ja nochmal eine andere auch dann Form der Kommunikation. Und es ist auch nicht nur eine reine Push-Kommunikation, sondern ich kann ja auch eben entsprechend meinen Accounts, den ich folge, Nachrichten schreiben, nachfragen, hey, wie ist deine Meinung dazu? Und ja, dann auch eben im Glücksfall, also außer ich bin jetzt Kylie Jenner, die hat so viele Follower, die antwortet, glaube ich, nie. Aber da sind wir ja noch weit von entfernt. Dann bekomme ich ja auch eine Antwort. Das ist, glaube ich, das, was dann eben der Vorteil ist. Ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, zumindest für mich, diesen Einfluss, den ihr habt auf eure Followerschaft. Und ich vergleiche das vielleicht auch so ein bisschen, oder die Analogie, die für mich kommt, in der Vergangenheit, vielleicht vor 10, vielleicht vor 15 Jahren, vielleicht was ist auch noch länger her, haben die Menschen dieses Vertrauen häufig ihren Bankberatern auch entgegengebracht. Ja, da gehe ich hin, um einen guten Ratschlag zu bekommen, wenn es um Finanzen geht. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um, dass du quasi jetzt nicht nur ein einfaches, ich will das gar nicht kleinreden, ein kleines Marketingprodukt oder Nahrungsriegel etc. ja, vermarktest oder erklärst, sondern eher Finanzprodukte, was ja deutlich mehr Verantwortung ist. Wie gehst du damit um? Was ist dein Gefühl dabei? Ich persönlich gehe damit sehr gut um und ich kann das auch von meiner Kollegin Alicia bestätigen. Wir haben da nämlich mal kurz drüber gesprochen, weil wir eben nicht die Produkte konkret empfehlen. Also was man bei Finanzhelden nicht findet und worauf man keine Antwort bekommt, ist, ja, welches Depot von welchem Anbieter sollte ich denn nehmen? Da werden wir keinen Anbieter nennen, sondern wir geben
unseren Followern die Kriterien an die Hand, die für sie wichtig sind, um eine Auswahl zu treffen. Weil das, finde ich zum Beispiel, ist eine Rolle, die würde ich nicht einnehmen wollen, zu sagen, ich mache immer für Anbieter XY Werbung und vielleicht dann im Jahr drauf für den Z, weil der dann irgendwie mehr Geld zahlen würde. Das machen wir nicht. Weil am Ende kann ich dann ja auch immer nur sprechen, das ist für mich persönlich der beste Case. Aber ich weiß ja gar nicht, was oder wie die entsprechende Situation unserer Follower ist. Und deshalb ist unser Ansatz, egal bei welchem Thema, wir möchten sie dazu befähigen, selbst Finanzentscheidungen treffen zu können. Und das ist aus meiner Perspektive auch eben ein richtiger Weg. Und wir sehen ja auch, dass das gut ankommt. Und deshalb kann ich damit sehr gut umgehen. Wie ist das eigentlich? Dürfte ich als Privatperson jetzt einer Followerschaft oder Leuten alles Mögliche empfehlen? Oder müsst ihr da wirklich, also wenn ihr es machen würdet, müsste man da auch vorsichtig sein? Gibt es da irgendwelche Regulatorik, Beschränkungen dergleichen? Also du als Privatperson, Dennis, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt einen Account auf, dann kannst du ganz schön viel machen. Das ist ein Teil auch des Problems, weil da eben die Regulatorik nicht so greift. Hinter Finanzhelden, ich hatte es ja eingangs gesagt, wir sind ein Teil des Commerzbank-Konzerns, deshalb ist eben auch die Bank dahinter. Deshalb sind auch viele Dinge, die wir nicht sagen dürfen. Macht uns aber gar keine Probleme, weil am Ende gehen wir so detailliert gar nicht rein und gehen halt eben in dieses Produktberatungsthema ja auch nicht rein. Und das finde ich dann eben entsprechend richtig. Ich glaube dennoch, dass auch hier das in den nächsten Jahren erforderlich wird, dass man da ein einheitliches Bild oder Regularien hat, eben für Finfluencer allgemein, wo auch immer sie herkommen, dass es halt eben nicht so einfach ist, dass man einfach mal was empfehlen kann. Und ja, häufig dann vielleicht auch nicht so ganz transparent ist. Also wie gesagt, es gibt ja aber da auch eben verschiedene. Aber da sprechen wir, glaube ich, später auch nochmal drüber. Ja, ich finde das aber ein bisschen abstrus, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, der Sparkassenberater darf, wenn er Sparkassenberater ist, in seiner Funktion darf er weniger machen. Aber wenn er jetzt viele Follower auf Social Media oder dergleichen hätte, dann wäre er viel freier in dem, was er empfehlen darf. Von der Denke her richtig, da ist dann wahrscheinlich immer noch die Frage, was sein Arbeitgeber dann dazu sagt. Ich glaube, dass die Bank das jetzt auch nochmal anders sehen würde, wenn ich jetzt als Privat, als Katharina auch nochmal einen Account aufmachen würde und verschiedenste ETFs oder Depots und Sonstiges anpreisen würde. Aber es ist in der Tat so, dass wir halt eben unterschiedliche Regularien haben. Also auch Journalisten dürfen ja auch ganz anders über Finanzprodukte, Anbieter sprechen, als eben wir das als Bank dürfen. Und ich glaube, da muss ich das dann in den nächsten Jahren auch da in dem Feld noch zusammenführen. Also man hat ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass bei den klassischen Influencern gerade eben, was wird jetzt als Anzeige markiert oder eben als Werbung, was nicht, welche Regeln gelten jetzt für wen, da findet sich ja doch auch noch mal einiges und ich bin mir sicher, dass in dem Bereich auch einiges passieren wird, was auch nötig ist, weil es gibt auch einen Haufen schwarzer Schafe, die eben versuchen zum Beispiel auch von uns Follower zu cashen und denen halt Produkte zu verkaufen. Häufig sind es dann in irgendwelche Krypto-Produkte und das sehen wir nicht nur bei uns, das sehen wir noch bei anderen Finanzaccounts von anderen Finfluencern viel, viel stärker. Die haben fast jede Woche, dass sie kopiert werden mit ihren Accounts, dass sozusagen eben das Vertrauen dort, was die Follower eigentlich haben, genutzt werden soll, um irgendwelche Produkte, die wirklich, kann man dann einfach so mal sagen, nix sind oder halt eben Betrugsmasche sind, die Leute dann halt eben aufzugreifen. Und gerade deshalb ist auf der einen Seite sind wichtig gute Regularien, aber auf der anderen Seite natürlich auch eben eine gute Bildung, wie ich dann eben auch Social Media Accounts nutze und wie ich mich vor solchen Betrügereien dann auch schütze. Finde ich einen super interessanten Punkt, weil ich, für mich gilt der Punkt nicht nur auf Social Media, sondern generell, dass du eigentlich über Informationen, die du bekommst, dass du die auch kritisch hinterfragen kannst. Und das gilt nicht nur, glaube ich, in dieser heutigen Zeit, sondern es war, glaube ich, auch schon vor 20 Jahren wahrscheinlich hilfreich, das, was mein Bankberater mir erzählt, das auch mal zu hinterfragen, stimmt das alles etc. beziehungsweise Vergleichbarkeit herstellen, das ist, glaube ich, in der heutigen Welt besser geworden, weil wir viele coole Hilfsmittel haben, Plattformen etc. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, dass Menschen trotzdem noch das Denken nicht einfach nur anderen übertragen dürfen, sondern selber auch drüber nachdenken müssen, was für sie richtig ist, ja, weil jeder ja auch ein bisschen individuell ist und eigene Bedürfnisse hat und man nicht alle über einen Kamm scheren kann. Daher super, super wichtiger Punkt, glaube ich, das für viele Menschen da. Absolut. Und ganz kurzer Einschub, gerade bei den Vergleichsplattformen, Augen auf. Also auch die sind nicht alle unabhängig. Ja, siehst du, da habe ich schon wahrscheinlich den ersten Fehler gemacht, ja, weil ich da dann einfach dahin tendiere, das zu machen, was am einfachsten ist. Aber du hast komplett recht, ja, dass
Man, da muss man, glaube ich, viele Themen nochmal hinterfragen. Und es zeigt aber auch, wie dringend Aufklärung in dem Bereich nötig ist, vor allem von Leuten, denen man vertraut am Ende vom Tag und die das auch richtig gut machen. Lass uns kurz zum minimal anderen Thema kommen, weil was ich mich gefragt habe ist, und das ist vielleicht jetzt ein dünnes Eis, auf das ich mich bewege, aber merkst du einen Unterschied darin, wie Männer und Frauen auf Influencer reagieren? Ist das unterschiedlich eventuell oder ist es eigentlich komplett gleich? Und gibt es da vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse auch? Also aus unserer Erfahrung der Finanzhelden raus kann ich da relativ wenig berichten, weil ich nämlich sagen kann auch, dass uns unter 5% der Follower sind bei uns nur männlich, liegt in der Sache. Wir fokussieren uns auf Frauen. Wir freuen uns aber trotzdem über jeden einzelnen Mann, der uns folgt, weil wir es nämlich wichtig finden, dass es auch alle sozusagen kapieren und mitmachen und wir ja auch versuchen, geschlechtsneutral zu kommunizieren. Wenn ich aber so ein bisschen auf den gesamten Markt, zumindest bei Instagram schaue, sieht man ja schon, dass eben mehr Frauen grundsätzlich unterwegs sind und dass sie halt häufig dafür dann eben auch zugänglicher sind. Was ich aber dann aus dem privaten Umfeld sehe, da kann ich jetzt nur sozusagen so eine kleine Hausfrauenstudie, nennt man das ja irgendwie so ein bisschen despektierlich, einbringen, ist, wenn Männer dann doch eben Influencern folgen und die gut finden, sind sie genauso zu beeinflussen und sind die genauso Feuer und Flamme und sagen dann halt immer so, nein, nein, also ich würde ja niemals was nachkaufen, aber das geht manchmal dann schneller, als man doch irgendwie gucken kann. Aber gibt es da, weil da fällt mir ein Beispiel ein, was auf mich zutrifft, gibt es Präferenzen bei Männern oder auch bei Frauen für die Plattform? Also ist vielleicht Instagram eher was Frauen anspricht. Aber bei mir ist es beispielsweise, ich folge auch Leuten aus dem Finanzwesen auf Twitter dann eher, die aber auch sehr, also keine berühmten Persönlichkeiten, sondern eigentlich privat orientierte Menschen sind, die da ihr Wissen ein bisschen teilen. Also bin ich da vielleicht vergleichbar mit einer breiteren Masse? Boah, da erwischte mich jetzt auf den falschen Fuß, weil da habe ich jetzt keine Zahlen aktuell im Kopf. Es gab gerade wieder eine aktuelle Studie zur Social-Media-Nutzung auch in Europa, die immer noch auf meiner To-Do-Liste steht, weil ich sie mir ziehen will. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt schlichtweg überfragt, ob es jetzt wirklich Instagram wirklich weiblich ist. Aus meiner Blase heraus würde ich jetzt sagen, ja, aber ich bin halt schon eben in so einer Female Finance Blase auch drin oder natürlich selber bei dem, was ich auch mache. Ich würde es so einschätzen, aber da müssten wir nochmal was nachreichen. Katharina, also ich habe mir gerade überlegt, nach Sebastians Frage, ist eigentlich etwas daran dran, dass man immer sagt, dass Männer wollen ja immer schnell das große Geld machen und dass die vielleicht ähnlicher oder eher den Influencern aufsetzen, die schnell das große Geld versprechen und Frauen dagegen eher abwartend, eher zurückhaltender auf dem Aktienmarkt sind und deshalb wahrscheinlich eher Madame Moneypenny oder euch folgen, die ETF und Sparpläne, also langfristig Anlage empfehlen. Ist da was dran oder siehst du aus deiner Erfahrung, dass das ein bisschen ein Vorurteil ist? Also Erfahrung würde ich sagen, ja, ist was dran. Und auch wenn ich auf Studien gucke, Deutsches Aktieninstitut hat ja auch gerade erst vor kurzem wieder Zahlen rausgegeben zum letzten Jahr. Wie sind Anlegerinnen und Anleger unterwegs? Und ich hatte noch eine andere spannende Studie zum Anlegerverhalten gesehen. Frauen geben halt auch häufiger an, dass sie eben Sorge haben vor Risiken, dass sie sich das Wissen nicht richtig zutrauen, dass sie eben auch nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und am Ende aus unserer eigenen Followerschaft bei Finanzhelden kann ich sagen, wir haben auch mal so das Thema Krypto, Blockchain, NFTs irgendwie angebracht, weil wir sagen, wir wollen das Grundwissen dazu so ein bisschen aufbauen. Und wir haben gemerkt, das kam gar nicht so gut an. Also bei Insta merkt man ja sofort, okay, wird's geklickt, wird's geliked, wird's gemerkt. Ja, eben gar nicht so doll. Und ich sagte nur, ich bin ein bisschen stolz auf unsere Community, weil wir wollen ihnen ja vermitteln, dass gerade eben wir Frauen ein langfristiges finanzielles Polster brauchen, um später davon zehren zu können, weil die Rente alleine nicht reichen wird. Und deshalb finde ich es gut, dass alle, die sozusagen nicht darauf abfahren und sagen, hey, es muss jetzt schnell sein und dass sie halt sagen, dass ich sage, okay, ich glaube, sie haben es dann doch irgendwie verstanden, weil dieses schnelle Geld und in 2 Wochen bist du reich und hier bekommst du jetzt das versprochen. Ja, also wenn es das geben würde, dann würde ich auch mit euch jetzt gerade den Podcast nicht machen, dann würde ich nämlich woanders sein. Schade. Ich finde diese Wichtigkeit
irgendwie auch nicht zu unterschätzen und wie viele Menschen sich auch auf Social Media informieren etc. Was ist deine Meinung, was bedeutet das für die hiesige Bank oder nicht nur hiesige, generell für die Bankenbranche, für Finanzdienstleister, die sich auf B2C-Bereich, also Retailbanken fokussieren? Was glaubst du da vielleicht nur mal als Hintergrund auch da? Ist es so, dass du meinst vielleicht, dass Banken ihre eigenen Berater zu Influencer aufbauen müssen, denen da Schulung geben müssen etc.? Oder glaubst du eher, nee, das ist eigentlich ein Kanal, den man mit extern bespielen sollte? Oder sollten sich Banken da komplett raushalten? Was ist da so dein Take? Also bisher halten sie sich ja noch ganz gut daraus und ich glaube, da wird sich jetzt aber auch noch ein bisschen was bewegen. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, weil hat man nur das eine, dann fehlt einem das andere. Hat man nur die von extern, baut man zu stark eben auch auf Kompetenzen von extern. Und ich weiß auch nie, was eine externe Finfluencerin oder Finfluencer dann vielleicht sich ja auch mal verändert. Also das erlebt man ja auch. Also wir haben auch schon mit externen Influencerinnen zusammengearbeitet, um über jene dann auf unseren Instagram-Kanal aufmerksam zu machen. Aber das ist die einzige Aufgabe gewesen. Es ist nicht die Aufgabe gewesen, dass dann diese Person erklärt, was ist jetzt ein ETF oder wie müsste man das jetzt machen, weil das ist nicht authentisch und das sollte auch nicht passieren. Maximal eben so ein bisschen, wie ist mein eigenes Verhältnis zu Geld oder warum interessiert mich das, warum ist es für mich wichtig? Also diese persönliche Brille mitbringen. Aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr guter Mix, der dann halt eben einmal die Expertise, die ja nun auch in der Bank dann ist, zusammenbringt mit eben nochmal einer externen Sichtweise. Und ich glaube, da kann man ganz spannende Strategien aufstellen, unglaublich tolle Formate. Das bringt natürlich auch eine Verantwortung mit sich. Aber ich finde, egal ob es um ein Finanzprodukt geht oder aber um ganz banal Kosmetik oder Kleidung, irgendwo geht es immer am Ende um Verantwortung, die man hat, weil am Ende geht bei uns darum, vielleicht zu motivieren, dass man sagt, okay, hey, starte doch mal für 25 Euro im Sparplan. Und auf dem nächsten Kanal wird für 25 Euro der nächste Lippenstift irgendwie angepriesen. Also am Ende geht es ja irgendwie immer um Geld. Und deshalb finde ich auch, dass sich dieser Verantwortung, egal in welchen Bereichen, in welcher Form auch immer, ob ich es jetzt intern mache oder nicht, extern, dass man sich dem bewusst sein sollte, Punkt eins, aber eben vor allen Dingen auch interne Kompetenzen haben sollte. Das ist nämlich schon sehr, sehr wichtig, um auch einschätzen zu können, wie funktioniert das Ganze denn, wie tickt der Markt, was lernen wir auch da draus, was lernen wir als Marke da draus, um das auch für uns dann zu nutzen. Weil wenn ich alles nur immer extern mache, über vielleicht eine hippe Agentur oder eben mal sag, ich nehme jetzt mal ein Team aus jungen Leuten, weil die jungen Leute, die müssen das ja können, dann baue ich mir halt nicht diese Kompetenz selber auf und ich muss selber zuhören. Und das ist so ein großer Schatz, auch eine Community zu haben, wo man ja eben einfach mal hören kann, was sie wollen, was sie beschäftigt, wie sie auch auf Dinge reagieren und selber eben im Austausch zu sein und den Ganzen selbst auch ein Gesicht zu geben. Aber dennoch, wie gesagt, ist der Mix, glaube ich, ganz gut. Gerade was du jetzt hier am Ende gesagt hast, kann ich nur komplett unterstreichen. Ich glaube, es geht nicht nur in dem Bereich, geht in so vielen anderen Bereichen auch, dass man das einfach nicht alles outsourcen kann und sagen kann, oh, bitte, lieber Berater, löst das Problem, löst die Herausforderung für mich, sondern um wirklich in so einem Bereich aktiv zu sein, muss man sich selber damit beschäftigen, selber die Kompetenzen aufbauen, weil wenn man es nicht versteht, dann wird man nie wirklich erfolgreich sein und immer wie so ein Fremdkörper aus meiner Perspektive in diesem Bereich wahrgenommen. Und das ist genau das, was ja bestraft wird auf diesen Plattformen. Wenn du nicht echt bist, etc., dann hast du ja ein Problem. Und ich glaube, das bekommst du nicht gelöst, wenn du alles extern machen lässt. Aber das ist so ein Wunderpunkt bei mir, wo ich mir immer denke, ist bei so vielen anderen Themen auch so, weil das konstant ist. Das ist nicht jetzt irgendwie 3 Monate und dann ist das Thema wieder weg, sondern das bleibt ja bei uns, zumindest so, wie ich es sehe. Ja, ganz kurz zu diesen 3 Monate und dann ist es wieder weg. Das ist zum Beispiel für uns am Anfang ganz wichtig gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Initiative gründen. Wir wollen keine Kampagne sein. Wir wollen etwas Langfristiges auf die Beine stellen, weil wir wirklich etwas verändern möchten. Und jetzt gibt es uns seit 2018, wir zeigen also seit ein paar Jahren, dass wir was verändern wollen, dass wir was tun und es verändert sich auch langsam was. Da geht, glaube ich, noch ganz schön viel mehr. Aber das war halt eben im Grundgedanken und ist auch im Grundgedanken immer noch extrem wichtig, dass wir jetzt sagen, wir sind gekommen, um
wirklich unseren Beitrag zu leisten und nicht einfach nur zu sagen, irgendwie mal eine Fahne zu schwenken und zu sagen, hey Frauen, das ist jetzt ja ganz wichtig, sondern wir sagen eher, wir sitzen da im selben Boot. Ich lerne ja auch immer noch mit dazu und wir versuchen dann eben entsprechend nochmal das Wissen zusammenzubringen und die richtigen Tools an die Hand zu geben, um dann auch wirklich aktiv zu werden und manchmal auch den Tritt in Poppes zu geben. Ich bin gerade noch ein bisschen am Grübeln, muss ich ehrlich sagen, und denke noch gerade ein bisschen über deine Antwort des Selbstmachens oder Selbstaufbauens nach, weil bei mir schwirrt die ganze Zeit im Kopf rum, ihr seid ja mit Finanzheldinnen, hast du ja gesagt, 2018 gestartet. Wenn ich jetzt 5 Jahre später mir vorstelle, auf Instagram einen Influencer oder eine Finanzinfluencerin aufzubauen, dann stelle ich mir das sehr viel schwieriger vor, weil da gibt's halt einfach schon mehr Competition. Wie wichtig ist es denn, das Timing oder den Plattform-Fit zu haben? Weil ich könnte es mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass es jetzt im Jahr 2023 ist vielleicht der Punkt, wo ich dann eher sage, okay, ich gehe jetzt auf TikTok und baue da was auf, als dass ich nochmal versuche, auf Instagram, wo schon viel Competition gibt, was aufzubauen. Also die Frage, welcher Kanal ist dann ja immer, welche Zielgruppe will ich erreichen? Welches Alter will ich dann eben haben? Klar, TikTok wird auch älter. Und dann gepaart mit, welche Botschaften möchte ich dann vermitteln? Möchte ich mehr Aufmerksamkeit haben und kurze Learnings, Botschaften verbreiten, dann kann ich das auf TikTok machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht intensiver in die Learnings gehen und tendenziell etwas vielleicht auch ältere Frauen haben, also wenn wir mal aus Marketing-Zielgruppensicht irgendwie sprechen, also vielleicht in den 30ern, dann ist es vielleicht auch eher YouTube zum Beispiel. Instagram ist immer noch da sozusagen so ein Mittelding. Aber es gibt ja die verschiedensten Kanäle. Also deshalb ist die Frage, welche Zielgruppe genau, welche Botschaften möchte ich übermitteln? Wir wissen ganz genau, wir haben diese Welle rund um Frauen und Finanzen mit angestoßen. Als wir 2018 begonnen haben, das Thema zu bespielen über eben unsere Formate, da ist ein Beispiel, hat man, wenn man in der Tankstelle gestanden hat vor dem Zeitungsregal, dann ist doch so ganz rechts kommen so diese Gartenmagazine, dann kommt irgendwie so Brautmagazine, dann kommen die ganzen Frauenmagazine, Klatsch, dann kommt so ein bisschen Wirtschaft, dann kommt IT, Autos, dann kommt der Playboy und dahinter, da gab es dann irgendwie mal so diese Finanzmagazine. So. Und mittlerweile ist es halt so, dass auch Magazine wie Die Freundin, Cosmopolitan das Thema Finanzen mit aufnimmt, auch mehr als was ist eine Gehaltsverhandlung, aber es auch eigene Finanzmagazine am Markt gibt, wie zum Beispiel eine Finanzielle oder eine Courage, die wirklich eben das Thema richtig mit aufnehmen. Also da sieht man, da hat sich was getan. Das ist so ein bisschen Sinnbild, finde ich, wie sich das Ganze auch in den Medien irgendwie in den letzten Jahren verändert hat. Und da haben wir haben jetzt diese Magazine nicht ins Leben gerufen, aber wir haben grundsätzlich versucht, diesen Stein mit ins Rollen zu bringen. Weil auch wir haben bei vielen Redaktionen immer wieder angerufen, haben gesagt, wie können wir dieses Thema reinbringen? Was können wir dazu machen? Wir haben selber Ideen eingebracht für die verschiedensten Kanäle, was man machen kann. Und klar, war ein sehr gutes Timing. Wir haben halt den Need gesehen. Und wenn wir mal so im letzten Jahr auf die Instagram-Kanäle schauen, dann sehen wir auch schon Kanäle, die es halt nicht mehr gibt, die es nicht geschafft haben zu wachsen, die dann aufgegeben haben oder die es vielleicht kleiner betreiben und anders betreiben und dass sich da der Markt so ein bisschen in Anführungszeichen konsolidiert, gibt aber auch immer noch neue und gerade dann eben auch auf anderen Kanälen, die dann eben auch nochmal stark wachsen. Ja, das ist sehr spannend und ich finde auch sehr spannend, was ihr macht, weil jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe meiner Freundin echt lange versucht zu erklären, warum sie einen Sparplan machen sollen, einen ETF-Sparplan. Dann war einmal ein Artikel in der Freundin und dann hat sie angefangen, auf Instagram selbst zu gucken und ich meine sogar, dass sie euch angefangen hat zu folgen. Und dann hat sie sich einen Sparplan gemacht, aber wenn der Freund ein halbes Jahr versucht, ihr das zu erzählen, dann hat das irgendwie nicht funktioniert. Aber kaum haben das ihre Favorite-Magazine und kam das auch eher von Frauen, dann war das positiv behaftet. Sehr gut, vielleicht war es ja sogar noch ein Artikel, der von uns geschrieben war. Wir hatten nämlich mal eine Zeit lang eine Reihe in der Freundin, durften wir mal so ein bisschen über das Thema aufklären. Und genau das sind die Geschichten, wo ich sage, die brauchen wir. Und ich glaube, dass man dann später, also jetzt sprecht ihr doch garantiert mal ein bisschen mehr darüber, oder? Nee, der Sparplan läuft so da vor sich hin, um ehrlich zu sein. Naja gut, wenigstens was. Ja, es liegt halt bei uns beiden eher rum. Vielleicht schenkst du ihr noch unser Buch hinterher, dann wird sie noch aktiver. Ja, ich bin gespannt, ob sie mich darauf anspricht, weil das würde dann heißen, ob sie den Podcast gehört hat oder nicht. Aber Sebastian, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja, ist ja auch schön, dass du so gut den öffentlichen Druck hier aufbaust auf deine Freundin. Aber gut, überspringen wir das Thema jetzt einfach mal. Aber was mich auch nochmal interessiert ist,
Wir haben viel darüber geredet, jetzt über Finfluencer. Aber was macht denn aus deiner Sicht einen guten Finfluencer aus? Weil wir haben im Vorhinein schon geredet, wir wollen nicht unbedingt jetzt auf spezielle Namen eingehen etc., auf Positiv- und Negativbeispiele. Aber was sind denn gute Eigenschaften? Und was sind eher so ein bisschen ein paar so negative Eigenschaften? Würdest du sagen, okay, jemand, der das darstellt, dem würde ich vielleicht eher weniger vertrauen, weniger folgen, und wo ist genau das Gegenteil? Fange ich mal erstmal mit dem Schlechten an, weil das ist relativ schnell abgehandelt. Ich sag mal, der erste große Indikator, wir kriegen auch immer mal wieder Nachrichten über Instagram, oh, glaubst du, das ist irgendwie ein seriöses Angebot? Ich brauche mir in der Regel die Links gar nicht angucken. Meine Antwort ist häufig, wenn dein Bauchgefühl sagt, sie erklären es mir nicht so, dass ich es verstehe und ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann ist es schon mal für dich nicht das richtige Angebot. Würde ich schon mal Punkt 1 die Finger davon lassen. Guter Punkt. Und alles, wo es eben heißt, es geht alles super schnell, super einfach und man muss eben nur Geld einzahlen. Es wird vielleicht auch Druck aufgebaut, auch da. Abstand, Finger weg, weil man sollte lieber doch nochmal eben auch nochmal über was nachdenken können und vor allen Dingen auch seine Optionen kennen und alles verstanden haben. Und da kommen wir dann eben auch zu den guten Angeboten. Und da ist es egal, ob Produkte verkauft werden oder nicht. Und das ist ja am Ende in jedem anderen Dienstleistungsbereich ja auch so. Wenn ich da eine Person habe, die mir gegenüber ist, die auf mich eingeht, meine Bedürfnisse kennenlernen möchte und eben mir versucht, das Ganze so zu vermitteln, dass ich auch sage, so, hey, ich verstehe das und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit dir hier was mache, bist du morgen nicht sofort weg, sondern du erklärst es mir nochmal. Und es ist nicht nur sozusagen auf, dass ein Verkaufsdruck irgendwie herrscht, dann würde ich sagen, okay, dann kann man das ja machen. Dann ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, das ist ein gutes Angebot. Ja, ich muss sagen, ich habe immer sofort bei den schlechten Influencern oder schlechten Finanzinfluencern habe ich sofort immer diese Videos vor Augen, die zumindest bei mir eine Zeit lang vor YouTube-Videos kamen. Da kamen immer so Experten, die mir schnellen Reichtum innerhalb von 6 Wochen versprochen haben. Da hatte ich immer dann auch sehr starke Magenschmerzen und habe mich immer gefragt, wie viele Leute darauf wohl reinfallen. Aber genug dazu. Nun haben wir das ja, das große Stichwort Creator Economy. Wir sehen das in verschiedenen anderen Bereichen, dass Prominente dazu übergehen, dass sie einen Eistee haben, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Pizza, Kleidung, Kosmetik. Genau, da sieht man wieder, wer auf Instagram aktiv ist. Alles Mögliche. Was ich mich in der Vorbereitung des Podcasts gefragt habe, ist, also es gibt schon teilweise ja Prominente, die Fonds anbieten, wo man, oder die zumindest ihren Namen dahinter stecken. Denkst du, dass sowas in den kommenden Jahren irgendwie zunehmen wird? Oder ist dieser Bereich dann doch regulatorisch so schwierig, dass man das nicht einfach machen kann, dass jetzt Finfluencer XY seinen Namen draufpackt und dann wird da ein Fonds von diesem Finfluencer angeboten? Und wäre das überhaupt was die Leute catchen, interessieren würde? Große zweigeteilte Frage. Also ich glaube, es gibt immer Wege, wie man Produkte dann anbieten kann, sei es in Zusammenarbeit mit Erstellt oder dass der Name hergegeben wird. Am Ende muss natürlich eben dann eine Bank oder ein Finanzdienstleister dann dahinter stehen, der dann das Regulatorische dann auch abwickelt. Ich glaube, Banken sind auf der Seite dann teilweise auch noch sehr konservativ, sehr zurückhaltend, weil man dann ja auch immer abwägt, was kann passieren, wenn wir jetzt mit dieser Person zusammenarbeiten. Das ist ja auch eine Reputationsgeschichte. Ich glaube dennoch, dass wir da aber mehr sehen werden, weil ich habe schon Influencerinnen, Influencer gesehen, die dann auf einmal Finanzinformationen aufbereitet haben und irgendwie E-Books gestaltet haben rund um das Thema Finanzen und dass die Followerschaft sehr gut gekauft haben oder ein Finanzplaner als irgendwie kleines Notizbuch, und das hatte ich auch mal in den Händen und da war dann sehr, sehr wenig Inhalt drin, aber die Community hat es trotzdem gefeiert, weil sie halt eben auch die anderen Produkte gut kauft. Also ich glaube, wir werden es mehr sehen. Wer wird Erfolg haben? Die Leute, die es wirklich authentisch machen, die es ehrlich meinen und die es eben entsprechend auch wirklich gut von der Geschichte her aufbauen und wo es am Ende auch nicht nur ein Name draufsteht, sondern auch wirklich ein Mehrwert drin ist. Aber das ist wie bei allen anderen Produkten auch. Ich brauche wirklich immer einen Mehrwert und gerade noch, wenn ich eben mit Namen zusammenarbeite. Voll bei dir, und ich finde es eigentlich auch immer so ein bisschen schade, weil gerade die du als top bezeichnest oder gut bezeichnest, ja, beziehungsweise die Eigenschaften, das finde ich, bringen häufig Leute mit,
die dann am Ende sagen, nee, Produkte möchten wir aber nicht verkaufen, ja, wo ich mir immer sage, auch von denen würde ich aber gerne kaufen, ja, und die bieten es mir nicht an. Und ab und zu denke ich mal, ist das so eine adverse Selektion bei dem Thema? Ich weiß es nicht, aber Beispiel für mich, weiß nicht, Frank Thelen etc., der ja auch, man kann ihn, glaube ich, schon ein bisschen als Influencer auch bezeichnen und danach dann angefangen hat, auch mit dem Fonds. Und dann gibt es wiederum irgendwie Leute wie, ich weiß nicht, Finanzfluss etc., die das auch super, super gut machen. Also von denen würde ich mir mehr und von den anderen weniger, formulieren wir es mal so, wünschen. Das finde ich toll. Und deswegen ist es ja auch ein bisschen schade bei euch, dass ihr sagt, ey, ihr fokussiert euch erstmal auf das Informieren, was ich auch richtig finde. Aber wahrscheinlich würden sich viele von euch auch Produkte wünschen. Wir bekommen immer wieder die Frage, was sagt ihr denn jetzt, welchen Anbieter oder ist dieser ETF jetzt gut? Und also teilweise ist es auch eine hohe Transparenz, also dann bekommt man irgendwie mal was zugeschickt. Man sagt so, das sind ja alles Details, die will ich gar nicht wissen. Ich glaube, dennoch ist das ein guter Weg, wie wir ihn gehen und wie wir ihn machen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Vielleicht wird sich das auch nochmal verändern, aber wir brauchen auch erstmal gerade eben in dieser Zielgruppe Frauen, zu der ich ja nun auch gehöre und ich sitze da mit im selben Boot, brauchen wir auch erstmal dieses Grundwissen, ein Grundverständnis und dann können wir auch mal gucken, okay, wie kann man da eben auch nächste Schritte gehen. Aber jetzt mal ganz generell vielleicht, weil wir beschäftigen uns ja auch mal mit der Zukunft und dann reden wir über die verschiedensten Themen. Wie sieht es denn bei dir oder bei euch in dem Bereich aus, ja, wenn wir über Finfluencer reden? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Werden sich mehr Gewinner ein bisschen kristallisieren, also die, die es gut machen aus deiner Perspektive? Oder gibt es da ein paar Veränderungen gerade im Markt, über die wir bisher beispielsweise noch gar nicht geredet haben? Also was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass der Erfolg und Misserfolg von Finfluencern auch so ein bisschen abhängt von der Marktlage. Also als wir nach Corona diesen starken Abfall an der Börse hatten, also der Kurse, danach ging es ja nur noch steil bergauf. Und auf einmal waren ja alle Börsenexperten und alle haben gesagt, also hier kauft und ihr könnt ja gar nichts falsch machen. Und mein Depot, also wie viele Screenshots ich gesehen habe von Leuten in den Stories, die gesagt haben, mein Depot ist ja nur im Plus und irgendwie so. Damals waren es sehr, sehr viele. Wenn es dann wieder etwas sozusagen unruhiger wird, dann wurden es ein bisschen weniger. Und ich glaube, genau das werden wir in Zukunft auch beobachten können, weil am Ende, warum ist es so? Dann, wenn die Menschen sich in der Gesellschaft die meisten Fragen zu den Themen beschäftigen, werden natürlich eben auch Leute auf diesen Zug aufspringen und halt versuchen, wie können wir das Ganze für uns mitnutzen. So, und aktuell sind wir einfach in der Phase, die Leute haben jetzt ihre Informationen bekommen, wie viel Strom und Gas sie jetzt irgendwie nachzahlen müssen, wie sie vorauszahlen müssen. Ich glaube, wir sind insgesamt sehr verhalten an den Aktienmärkten ins Jahr gestartet, weil einfach viel Unsicherheit herrscht. Wir haben mal gedacht, man hat irgendwie eine Krise und dann kommt die nächste. Aktuell sind es ja eher so Multikrisen, die überall in der Welt irgendwie herrschen, wo man auch sagt, okay, wie das verunsichert einen grundsätzlich, aber sicherlich dann auch irgendwie psychisch ist es ja auch irgendein Thema. Und ja, je nachdem, jetzt habe ich die Glaskugel nicht, wie sich das alles genau entwickeln könnte. Aber ich glaube, dass je nachdem, wie die Marktlage auch ist, dass das ein großer Faktor ist, wie sich das beeinflussen wird. Aber dass genau diejenigen profitieren, die halt häufig, also du hast vorhin zum Beispiel auch einen Finanzfluss genannt. Finanztipp ist ja auch wirklich ein großer Account, die eben dauerhaft dran sind, die dauerhaft dabei sind, hochwertige Informationen geben und eben auch über verschiedenste Phasen das Vertrauen ihrer Followerschaft dann eben haben. Und ich hoffe auch sehr, das schwingt meine Hoffnung dann auch mit, dass sich genau eben solche Accounts dann am Ende auch durchsetzen werden und sich das dann da vielleicht auch so ein bisschen konkretisiert. Ja, sehr spannender Ritt durch die Finfluencer-Landschaft. Sebastian, glaubst du, dass wir jetzt eher noch mehr Gas geben Richtung Finfluencer? Also ich habe ja eben gesagt, dass du mehr Finfluencer bist als ich. Stimmt nicht. Jetzt konntest du deine Freundin noch nicht mal überzeugen, Dennis. So, weißt du, das sind eigentlich keine guten Aussichten, ja. Vielleicht brauchen wir eine andere Nische. Ich meine, Katharina ist ja dann scheinbar die richtige Ansprechpartnerin für meine Freundin. Vielleicht müssen wir uns eine andere Nische überlegen. Sind wir die, die den Leuten versprechen, dass die in 6 Monaten reich werden und nicht in 6 Wochen? Mal schauen. Aber unabhängig davon, wie es mit Sebastian und meiner Finfluencer-Karriere weitergeht, haben wir immer eine Abschlussfrage an unseren jeweiligen Gast, Katharina. Und die möchten wir auch dir dieses Mal stellen. Und zwar, welches Thema oder wen würdest du dir gerne mal hier in dem Podcast wünschen? Und wir haben ja dieses Mal eine Besonderheit. Ihr habt ja selbst einen Podcast. Vielleicht
falls die Hörer noch mehr Lust haben, dich oder von euch zu hören, vielleicht kannst du da dann auch noch kurz was zu sagen. Dann mache ich doch schnell die Werbepause als erstes. Unser Podcast, der Finanzhelden-Podcast, heißt Schwungmasse, ist auf allen Plattformen verfügbar, erscheint jede Woche freitags mit einer neuen Folge. Bei uns gibt es Wissensfolgen, also alles rund um ETF und wie sozusagen sich die Märkte auch entwickeln. Da haben wir dann Experten mit an Bord. Dann gibt es echte Geschichten von Finanzhelden, wo zum Beispiel mal auch eine Anlegerin erzählt, vielleicht eine gute Folge auch für deine Freundin. Wir strapazieren sie jetzt ein bisschen über, aber ich nehme später noch eine Liste für sie. Die 186, wo Finanzheldin Lea mal erzählt hat, wie emotional aufreibend das für sie war, als sie 25 Euro in den Sparplan investiert hat. Und by the way, am nächsten Tag hat sie irgendwie für 200 etwas Euro online geshoppt, war gar kein Problem. Aber wir sprechen auch mit Role Models und spannenden Menschen, wie zum Beispiel, ich durfte schon mal Barbara Schöneberger interviewen, die hat jetzt nicht die besten Finanztipps gegeben, aber war eine super Gesprächspartnerin. All das gibt halt bei uns eben den guten Mix und wo wir halt zeigen, Finanzen sind nicht immer trocken und können sozusagen eben auch so immer in um und bei einer halben Stunde gut konsumiert werden. So, und welches Thema wünsche ich mir bei euch? Ich habe ehrlich gesagt nicht in die Liste geguckt, ob ihr es schon mal hattet, aber ich finde das Thema finanzielle Bildung für Kinder extrem wichtig. Das ist ein das Feld, hat mir schon. Wir, ach, okay. Aber ich hätte es gerne aus der politischen Brille mal beleuchtet, was denn jetzt die Politik gedenkt, dort auch zu tun, zu verändern und wie wir es dann auch wirklich mal mit einem Masterplan schaffen wollen, es in die Schulen zu bringen und nicht nur drüber gesprochen wird. Wenn wir bei Finanzhelden mehr Kappa hätten, wir würden es auch mit angehen. Aber weil ich glaube, es muss halt einfach wirklich schon jung irgendwie anfangen. Ja, genau richtig. Also wir hatten vielleicht für die Hörer, wir hatten den Nils, den Gründer von Bling, eine Bank für Kinder quasi mal bei uns im Podcast. Aber ich finde, du hast recht, diesen Punkt aus einer neutralen Brille, oder ich nenne es jetzt einfach mal neutrale Brille. Sie sollte neutral Staat, sein in der genau, Politik. Genau, nämlich dem Staat, beziehungsweise dass dort alle Interessen aus der Gesellschaft quasi verortet sind, fände ich super wichtig. Und vor allem das Thema dann nicht nur auf Finanzen fokussiert, sondern bisschen noch mit kritischem Denken, ja, weil das, glaube ich, eine gute Querschnittsfunktion, nenne ich sie jetzt einfach, oder generelle Fähigkeit ist, die extrem wichtig ist in allen Lebenslagen, aber besonders wichtig bei so einem Thema, weil wir halt viel zu wenig Bildung haben in den Schulen und daher absolut cooler Gedanke. Und Dennis, müssen wir uns mal ein bisschen was überlegen, welchen Politiker oder Politikerin denn gerade für das Thema auch spannend sein könnte. Yep. Wird auf die Liste aufgeschrieben und überlegt, wen wir dann hier im Podcast begrüßen dürfen. Ansonsten alternativ hätte ich auch noch die Idee, finanziell schwächere Menschen, also es wird ja immer so gerne gesagt, sozial schwächere, das finde ich jetzt nicht das richtige Wording, aber ja. Finanziell schwächere, wie schaffen wir es denn, genau diese Menschen auch für den Aktienmarkt zu begeistern oder eben auch, dass sie Möglichkeiten bekommen, dass sie partizipieren. Das kann natürlich dann schon im Kindesalter sein, weil auch da gibt es dann nochmal ganz andere Herausforderungen in der Kindheit oder auch eben Erlebnisse, die ich mitnehme, aber natürlich dann auch, wenn ich älter bin. Also noch eine zweite Idee. Auch wieder ein cooles Thema und vor allem, wie man auch teure Fehler vermeidet. Ja, gerade wenn wir über andere Bereiche reden, wie Online-Shopping etc., dass ich da nicht alles über Klarna oder, ich weiß gar nicht, auf TikTok war doch irgendwie mal so TikTok-Schulden, ich weiß gar nicht, ach, auf jeden Fall so ein Trend. Ich bin ja da weit von entfernt. Aber super, super wichtige Themen, definitiv. Ja, auf jeden Fall sehr spannendes Thema, Katharina und Sebastian. Kommt auf jeden Fall auch in das Backlog. Für jetzt und an dieser Stelle bleibt mir nur noch einmal Danke an Katharina zu sagen. Schön, dass du dabei warst und mit uns über Finfluencer diskutiert hast. Ich glaube, Sebastian und ich haben heute viel Neues gelernt, weil das ja nicht so das Metier ist, in dem wir normalerweise unterwegs sind. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu sagen, dass wir wieder mit einer neuen Folge in 2 Wochen zurück sind und uns schon auf reichlich Zuhörer wieder freuen. Bis dahin, alles Gute. Danke nochmal, Katharina, und schöne Woche noch. Dankeschön an euch. Schöne Woche. Tschüss. Ciao. Macht es gut. Ciao.